Richtige im Lotto. Für Jacqueline wird dieser Traum wahr, allerdings nur zum Schein. Aber sie erlebt einiges. Ausgerechnet die Alte gewinnt 800.000 Euro. Gott muss wirklich eine alte sein. Aber wird die jetzt 500 Euro fallen lassen? Ich würde ihr echt nichts sagen. Ja, die rufen mich an, die schreiben mich alle an. Mann, Jacqueline, wann hört das denn auf? In Remscheid lebt Jacqueline zusammen mit ihrer Familie. Heute wagt sie ein ganz besonderes Experiment. 6 Richtige im Lotto. Plötzlich reich. Ich möchte das Experiment machen, weil ich wirklich gespannt bin. Wer sind denn meine Freunde? Und wer nicht? Wer steht hinter mir? Wer gönnt mir überhaupt irgendwas? Ja, und das möchte ich einfach heute mal herausfinden. Vor allem im Internet wird Jacquelinas angeblicher Gewinn wahrscheinlich schnell weite Kreise ziehen. Denn vernetzt in der virtuellen Welt ist die 24-Jährige bestens. So an die 4.500, 5.000 Facebook-Freunde habe ich. Habe aber auch noch 2.000 offene Freundschaftsanfragen. Dazu kommt, dass viele aus Jacquelinas Umfeld wissen, dass sie regelmäßig Lotto spielt. Das Experiment beginnt. Dafür bekommt sie von einer Werbeagentur einen passenden Online-Artikel mit Foto und Lottoschein, der sie 800.000 Euro reicher macht. Doch bei ihr steigen langsam die Bedenken. Ich habe Angst davor, dass wirklich ein paar Freunde ihr wahres Gesicht zeigen. Ne? Dass dadurch echt ein paar Freundschaften kaputt gehen und ich wirklich aussortieren muss und ein paar Freunde verliere. Mal sehen. Jacqueline wird unkenntlich gemacht. Doch Freunde werden sie erkennen. Lock Vogel ist ihre beste Freundin. Sie weiß über das Experiment Bescheid und bekommt vor der Veröffentlichung des Artikels letzte Anweisungen. Ich schicke dir jetzt ein Bild, ne? Das postest du bei Facebook. Und dann schreibst du irgendwie was dazu von wegen, krass, du hast mir ja gar nichts erzählt und verlinkst mein Profil. Ciao. Der Artikel ist schnell veröffentlicht und fast zeitgleich bekommt Jacqueline auch die ersten Reaktionen. Pass echt auf dich auf. Wie kann man nur so Glück haben wie du, aber ich gönne es dir und deiner Familie wirklich. Bei dir läuft aber jetzt was, halt dein Geld zusammen. So, dann schließe ich das jetzt erstmal und wir gucken einfach in ein paar Stunden nochmal. Wir setzen noch einen drauf. Mit Tüten teurer Designer zieht Jacqueline alle Blicke auf sich. Um die Welt am neu gewonnenen Reichtum teilhaben zu lassen, will sie ein Foto posten. Werde ich jetzt mal das Selfie hochladen. Gucken, was meine Freunde sagen. Man sieht schon, ich habe auf jeden Fall ein paar Nachrichten. 13 Stück. Glückwunsch, Hübsche. Du bist die Lottofee von jemandem, von dem ich noch nie was gehört habe. Noch nie eine Nachricht bekommen. Doch es geht auch ganz konkret. Hab vom Lottogewinn gelesen bei Facebook, alles Gute für dich, kannst du mir eventuell 500 Euro leihen, auch wenn wir uns nicht kennen. Ich gebe es dir auch wirklich zurück, sobald es geht. Hoffe, du hast ein gutes Herz. Grüße. Wir kennen uns nicht und wollte trotzdem 500 Euro geliehen haben. Finde ich unverschämt und würde ich auch nicht drauf eingehen. Und fast sekündlich melden sich neue Freunde und Neider. Willkommen im Jetset, nun bist du auch in meiner Liga. Taschen geklaut? Wieso bist du jetzt so beliebt geworden? Wie heißt es so schön, dumm hat Glück? Doch wie reagieren die echten Freunde? Jacquelinas beste Freundin und Lockvogel wartet im Café auf die anderen. Sie war es auch, die den Fake-Artikel ins Netz gestellt hat. Jacqueline kommt zur Gruppe dazu, geht aber allen Lottofragen aus dem Weg. Ich weiß das mit dem Gewinn seit einer Woche. Ich habe nur nichts gesagt. Warum redest du denn nicht darüber? Weil ich nicht will. Jacqueline verlässt die Gruppe kurz und prompt wird geredet. Ich bin schon enttäuscht, dass die nichts gesagt hat. Aber sie hat uns eingeladen. Nee, hat sie nicht. Doch, sie hat gesagt, wir sind alle eingeladen. Jacqueline checkt in der Zwischenzeit ihre Nachrichten und muss sich da auch auf einiges gefasst machen. Hier steht 99 plus, das heißt an die 100 Nachrichten. Und es geht alles wirklich nur um diesen Lottogewinn. Es geht um nichts anderes. Also nicht, wie geht es dir, sondern wirklich nur Glückwunsch oder irgendwelche Fragen oder Geld. Geld, Geld, Geld. Ne? Krass, da hat jemand wirklich kommentiert, ausgerechnet die Alte gewinnt 800.000 Euro. Gott muss wirklich eine alte sein. Ich breche ins Essen. Oh, das ist echt schon heavy. Das ist echt schon krass. Und nicht nur im Netz. Auch bei den echten Freunden geht's zur Sache. Aber wird die jetzt 500 Euro fallen lassen? Ich würde ihr echt nichts sagen. Hör mal, wer jetzt Oktoberfest, dann auf jeden Fall Käferzelt und überall VIP. Ich würde an ihrer Stelle jedem von euch Geld geben. Ja, aber ich glaube, in den nächsten Monaten wird sie noch aufs Maul fliegen. Jetzt wird Jacqueline die Situation auflösen und ihren Freunden sagen, dass sie Teil eines Experiments waren. Also,
Ich habe einen Test gemacht, ein Experiment, wer denn wirklich meine Freunde sind und wenn nicht, wenn ich Ich finde das gar nicht alles so lustig. Vieles finde ich auch gar nicht so witzig. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, hat mich ziemlich hart erwischt jetzt. Jacqueline hat alle Kommentare ihrer Freunde gehört und kann aus dem Experiment etwas mitnehmen. Es gab wirklich einige Leute, bei denen ich wirklich sehr traurig bin und verletzt bin, dass sie wirklich über mich so geredet haben. Das tut mir auch sehr weh. Ich habe jetzt daraus gelernt und weiß jetzt, wer zu mir steht und wer nicht. Jacquelines Experiment hat leider gezeigt, bei Geld hört die Freundschaft schnell auf. Also, bei größeren Geldgewinnen ist Schweigen vielleicht wirklich Gold. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben. Und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.